Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zu einem weiteren Let's Play in Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm Frontier Pass. Es gab eine kleine Pause zwischen dem letzten Let's Play und diesem hier jetzt, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Es liegt erstens dran, dass ich nicht besonders viel Bock hatte, Civ zu spielen, und zweitens, dass ich mir dann gedacht habe, dann kann ich auch noch gleich warten, bis der nächste Content für den Frontier Pass rauskommt. Allerdings habe ich mir den jetzt angeschaut und das hat nicht so viel Sinn gemacht, weil der Content jetzt nicht so wahnsinnig viel mit dem zu tun hat, was ich eigentlich machen will gerade. Ich glaube, wir machen einen Kultursieg ohne Nationalparks. Damit mein Gemüt nicht allzu sehr beeinflusst wird. Und ich glaube, wir werden die zwei Sachen anmachen, die wir noch nie angemacht haben. Erstens das neue Helden und Legenden. Da ist jetzt natürlich das Problem, die meisten Helden und Legenden sind gut fürs Krieg führen und ich will nicht allzu viel Krieg führen. A. Und B, die neue Zivilisation, die rausgekommen ist, ist auch, was war das? Das war der eine, wo ist er denn? Yo, shit. What was your name? Wird der geheißen? Bist es du? Nein. Das war doch deine aus Byzanz oder so? Yo, my dude, where are you? Hammurabi! Der bringt auch nicht wirklich viel. Der hat schon wieder Zeug für Kriegsführung und dann hat er Rekas liefern die Wissenschaft für die Technologien, minus 50% Wissenschaft pro Runde. I don't know. Es spricht mich gar nicht so an. Aber es gibt noch eine Ziv, die neu ist oder halb neu, weil ich habe sie vorher noch nie gesehen, die Sinn macht für unseren Run hier. Katharina von Medici. Also die Erhabenheit-Version davon, apparently. Ich habe da irgendwas verpasst. Ich habe das nicht mitbekommen, aber das ist ja auch nichts Neues. Modernisierte Luxusressource, die an Theaterplatz, Bezirk oder Chateaus angrenzen, halten plus zwei Kultur, kann das Projekt Hoffest in beliebigen Städten mit einem Theaterplatzbezirk beginnen. Wir können nicht nur Weltwunder bauen, geht das überhaupt? Na, wir brauchen schon Rockbands wahrscheinlich am Schluss. Ich freue mich, wenn man einen Kultursieg machen kann mit nur Weltwunder bauen, weil da ist Grand Tour, das gibt es natürlich auch bei der normalen, oder? Ja, ja, ja. Plus 20% Produktion für Wunder des Mittelalters, der Renaissance und des Industriezeitalters, plus 100% Tourismus durch Wunder aus beliebigen Zeitaltern. Dann haben wir die Imperiale Garde, Chateau. The whole shebang. Der Unterschied sind die das oberste hier, also natürlich die Personeneigenschaft. Obwohl es eigentlich die gleiche Person ist. Don't ask me how it works, it's Civ, okay? Ich weiß es nicht. Neben dem werden wir auch noch anmachen, die Geheimgesellschaften. Weil wir die auch noch nicht gespielt haben und das lustig aussieht. Vielleicht hat das auch was mit dem Kultursieg zu tun. I don't know. Ich hab auch noch kein Solo-Spiel oder Off-Kamera-Spiel damit gespielt, weil ich Off-Kamera kein Ziv spiele momentan. Gottheit, Spieltempo wie in Standard, Kartentipp. Wollen wir das anders machen? I don't know. In entspanntes. Was ist das? Fraktale? Haben wir Fraktal gemacht? Ich glaube, wir haben Fraktal noch nie gemacht. Machen wir fucking Fraktal, why not? Weil dann habe ich keinen Platz für meine Wunder wahrscheinlich. Egal, es wird sich schon irgendwie richten lassen. Oder auch nicht. We'll see. Ich glaube, das wäre alles. Wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Nein. Also sehe ich euch auf der anderen Seite. Bis gleich. Alright, da wären wir. Erstens haben wir gleich mal eine Inspiration bekommen. Wie funktioniert das Spiel schon wieder? Zweitens hocken wir hier, was ganz nett aussieht, muss ich sagen. Und wir haben Platz. Cool. Das heißt, wir sind an zwei Kontinenten gleichzeitig. Oder kriegt man das immer? Ist das ein zweiter hier? Weil das hat eine andere Farbe. Aber es sind vielleicht nur Berge. Aber die Berge haben die gleiche Farbe. Difficult. Ist da hinten irgendwas interessant? Aber was glaubt ihr? Oder will ich da hingehen, damit ich gleich dieses Feld habe von Anfang an? Was haben wir? Weil wir werden hier nicht wachsen. Da, wo wir momentan stehen. Keine Sucks. Hey, zeig mal her, was da drüben ist. Da kann ich hier eine andere Stadt hinbauen. Wenn ich hier siedle, dann müsste die andere zumindest dahin. Was dann die Schafe woanders hinhaut. Aber das ist schon kacke, wenn man am Anfang gar nicht wächst. Dieses Feld wäre schon geil zu haben. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, es ist besser, wir gehen hier rüber. Naja. Oh, oh, oh. Da ist ein Stammesdorf. Wunderbar. Ich hoffe, wir treffen jetzt niemanden am Anfang, weil dann muss ich wieder Schleuderschützen bauen. Und wenn ich Schleuderschützen bauen muss, dann denke ich mir wieder, irgendwas muss ich anfangen mit den Schleuderschützen, nicht wahr? Die Armen sind ja völlig unterbeschäftigt. Also hoffentlich sind wir allein und können in Ruhe bildern, ohne irgendwem weh zu tun, weil ich das nicht gerne mache.
Das bauen wir als erstes. Ich meine, wir brauchen eigentlich Dingsy, Bewässerung. Und wir würden das Heurika für Bewässerung bekommen. Das heißt, ich kann Keramik anfangen. Das Gefährliche an Keramik anfangen ist, dass wir nicht nah bei Bogis sind. Tierzucht könnten Pferde zeigen hier irgendwo. Da könnten ja Pferde sein, nicht? Ich glaube, wir fangen Keramik an. Okay, riskieren wir es mal. Ich halte es ja für eine blöde Idee. Aber whatever. Leute sagen, ich bin zu kriegerisch. Fein, wir fangen Keramik an. Nicht Tierzucht. Und müssen wir dann alle wieder weinen, wenn die KI in Runde 10 auftaucht und uns alle... Okay, da hätten wir noch keinen Bogenschießen. 25 und uns alle ermordet, aber... The will of the people, you know? Nächste Runde. Oh, holy shit, the fuck. Ist das neu? The red ochre. And below that again. The slender but distinct lines of the woodcock. Cool. Schaut leibend aus. Schaut aber irgendwie alienmäßig aus. Gesellschaft entdeckt. Okay, wir haben eine Gesellschaft entdeckt. Ihr habt eine rätselhafte Gesellschaft neben hermetischer Orden. Ich soll vielleicht mal kurz checken. Ich meine, das spoil ich mir alles, aber was ist von den Civilization 6, wie heißt denn das? Auf Englisch. Das ist jetzt das Problem, was auf Deutsch spielt. Weil die deutsche Wiki wird sicher wieder viel. Hermetic Order, beautiful. Und wo sind die restlichen? Secret Societies, dankeschön. Exclusive introduced, they are comprised of scientists and alchemists. Okay, wir wollen aber keine Science, my dude. Wir wollen Kultur oder Tourismus. Sag mal kurz her. Gibt es hier eine, mit die was zu tun hat? Was ist mit dem Minerva? Ich meine, wir könnten auch Vampire werden, I guess, aber ich habe das Gefühl, das hat irgendwas mit dem Krieg zu tun. They focus on government trade and espionage. Okay, Minerva sind auch nicht so wirklich das Wahre. Was ist mit den White Singers? Okay, Religion gibt's einfach nichts für das, was ich. Jesus Christ, Peepsies. Yeah, militaristic, the chain, unhealthy habit for blood and focus on building a strong army. Okay, es gibt aber nichts für Kultur. Willst du mir gerade erzählen, es gibt aber nichts für Kultur? Government trade and espionage. Religion, Relics and Loyalty. Science, Great People and Resources. Ich meine Great People. Okay, dann ist es wahrscheinlich eher am ehesten die Hermetic Order, die wir brauchen. Eieiei. Okay, na fein. Zum Gouverneurs-Pop-Up. Das heißt, da könnte ich jetzt einen reinhauen. Doch das Entdecken des Naturwunders freigeschaltet. Deckt... Die Leihlinienressource auf der Karte. Die Leihen gewähren allen Spielern einen Standard-Nachbarschaftsbonus. Ja, machen wir? Ja, ich meine, das wäre natürlich auch nett, aber machen wir das mal. Ihr habt euch eine Gesellschaft namens Hermetischer Orden angeschlossen. Viele verborgene Dinge werden euch enthüllt. Alles schwingt. Geheime Einflüsse vibrieren in Metall und Stein. Gebündeltes Sternenlicht lässt Essenzen erstrahlen. Und in der Erde pulsiert die Energie. Das ist ein Haufen Hippies hier, oder wie? Die schaut aber nicht aus wie ein Hippie. Ein ganzer Flügel des Palastes für intensive alchemistische Untersuchungen. Also mit Pilzen und so. Langsam gewöhnt ihr euch an die gelegentlichen Explosionen. Ja? Wir sind das in Österreich gewöhnt. Wegen den Bäumen. Den Baumjoke habe ich jetzt in jedem fucking Let's Play gemacht. Aber es war auch ziemlich lustig. Wir wollen mit dir eigentlich noch gar nicht streiten. Wir wollen noch kurz warten, bis wir stärker sind. Also die Karte haben. Mit plus Kampfstärke gegen Baba. Bisher käme noch niemanden. Big Fan. Big, big fan of that. Okay, du holst dir das als nächstes. Sure, das war aber auch nicht schlecht. So ein bisschen, bisschen Science am Anfang ist nicht... Wir haben gleich mal ein... Hey, okay, wir werden... Der neue Content wird uns hier richtig nachgeschmissen. Was denn das Sinnvolles? Die Stamme haben ihre Mythen und Legenden mit uns geteilt. Wir haben Herkules entdeckt. Servus. Ihr könnt diesen Helden für eure Zivilisation beanspruchen, indem ihr in einer beliebigen Stadt mit einem Monument ein Heldenwidmungsprojekt abschließt. Pro Stadt kann nur eine Heldenwidmung durchgeführt werden. Ignoriert Farbbögen, was du ihnen außer freundlich gesagt beziehen, die sich im Baum befinden. Herkules schießt den Baum umgehend ab, kostet zwei Lang. Okay, das ist keine Kohle. Der Typ macht wenigstens irgendwas. Einsatz bei Positionierung in feindlich gesonnenen Bezirken oder Modernisierung. Herkules zerstört alle vorhandenen Gebäude und plündert den Bezirk. Kostet eine Ladung. Das ist gar nicht scheiße eigentlich. Frühes Reich hat große Fortschritte gemacht. Cool. Okay. Okay. Soweit, so gut.
Und schauen wir genau die Dinge entdeckt, die wenigstens Sinn machen. Leylinie. Okay, hallo Leylinie. Und wie viel gibt das hier? Kannst du mir kurz, zeigen, was die Leylinie so auf sich hat? Hello? Aha. Ja. Blablabla, das interessiert mich nicht. War es einfach ein Standard-Nachbarschaftsbonus, den wir bekommen? Nice. Also ich meine, ein Handwerker wäre netter gewesen, aber bitte. Das ist gut. Das ist besser. Also es ist technisch gesehen nicht besser, es hat weniger Ertrag als das, aber wollen ein bisschen wachsen. Da werden wir wunderschön beschützt. Warte mal. 1, 2, 3, Bamsti. Ging sich aus. Jetzt ging sich natürlich auch Bamsti aus, aber dann würde er das verlieren. Eine nette Stadt, glaube ich. Okay. Zeig ich mal her, was sonst noch so gibt. Wir müssen nur noch schauen, welche Weltwunder wir uns holen wollen. Für den Kultursieg. Ich meine, viele, nachdem wir ja. Wobei erst ab. Machen wir schon wieder. Erst die Wunder. Alle Wunder? Alle Wunder. Erste Wunder? Warte kurz. No. Zivilisation Frankreich ist der Point. Wir kriegen mehr Produktion ab im Mittelalter, aber plus 100% Tourismus durch Wunder aus beliebigen Zeitaltern. Also wir wollen alle Wunder, die wir kriegen können, basically. Zuerst müssen wir halt noch ein paar Siedler raushauen, as usual. Okay, vielleicht bleiben wir tatsächlich nur bei, ich meine, I'm asking to be fucking destroyed. Immer nur einen Schleuderschützen, okay? Wir sind so friedlich, dass wir eigentlich nur sterben können, wenn wir ehrlich sind. It's a bad idea. It's such a bad idea. Ich sehe noch niemanden anders. Wir haben 40 Gold bekommen. Das ist Cardiff. Servus Cardiff. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Oh, da gibt es noch Diamanten. Cool, wir haben zwei Luxusressourcen. I dig it. Ich meine, der kann auch nicht einmal so viel machen. Wir haben 1, 2 und dann brauchen wir. Dann brauchen wir Bergbau als nächstes. Der Handwerker, meine ich. Die Bewässerung wird zu lang dauern. Also. Was holst du das nächstes? Du kannst dir das nicht als nächstes holen, gell? Yeah. Das kann ich mir kaufen. Not sure, der 12. Okay, da ist schon mal das nördliche Ende meines Kontinents. Du musst darüber, by the way. Weil wir wollen dich ebenfalls benutzen, um das Barblage zu killen, damit wir den Renker-Bonus für Bogenschießen bekommen. Oh, nice. Ich meine, nicht so nice, weil es ein Tundra ist, aber Pelze sind normalerweise eine geile Ressource. Keramik abgeschlossen. Gehen wir Richtung Bewässerung. Du Lahmarsch. Held entdeckt. Himiko. Zieht auf einen beliebigen angrenzenden Stadtstaat. Himiko platziert umgehend einen kostenlosen Gesandten in diesem Stadtstaat. Wenn ihr bereits der dortige Suzerain seid, verdient Himiko zudem 50 Glauben. Und Militär ohne Kosten aus eben. Interesting. Okay. Very interesting. Shit. Ich habe mir nicht angeschaut, wo der gerade arbeitet, aber er wird auf einem der 1-3er Felder arbeiten, was für den Moment eh das beste Feld ist, das er bearbeiten kann. Warten wir jetzt wirklich noch 2 Runden. Partsituation zum Bursche, der hau mal drauf, damit das ein bisschen da und damit das weitergeht. Ey, sehr geil, eine große Fortschritte gemacht. Wonderful. Jetzt sehen wir noch nicht, was da unten ist. Jetzt nehmen wir mit allen Einheiten gleich auf der gleichen Seite. Schön, noch eine Runde hier, wo du heilst. What the fuck, stop it. Plus 5 Kampfstärke, plus ein Gold, plus ein Glauben für unser Pantheon. Okay, das geht sich aus, gell? Ja, du killst den jetzt nicht. Du killst den. Haben die das geändert? Hatte ich den Bonus für Bogenschießen schon? Wieso habe ich gar keinen Pop-Up bekommen? What is happening? Ich kann 5 Runden nochmal Bewässerung. It's not too shabby.
Jetzt einfach gleich schon mal einen Siedler. Ich könnte das große Bad noch nicht bauen, aber ich glaube, wir brauchen schnellstens mal einen Siedler. Ist ein bisschen früh für den Siedler eigentlich. Wobei, wir brauchen gar nicht so lange dafür. Natürlich brauchen wir auch irgendwann ein Monument. Ich weiß schon, Kultursieg und so. Aber ich glaube, wir brauchen Städte zuerst. Ja, wir machen jetzt einfach friedliche Expansion. Dafür machen wir aber gehörige friedliche Expansion. Lassen uns nicht lumpen. Mal als nächstes die Handwerkskunst. Wobei, ich brauche nicht wirklich eine Gurke. Was ist das andere? Wait, maybe this is better. Wenn ich keinen Krieg machen will. Ich meine, es macht nicht so einen wahnsinnigen Unterschied. Na, machen wir jetzt erst Handwerkskunst. Warte mal, aber bei Außenhandel ist dann auch frühes Reich angeschlossen. Ha, vielleicht brauche ich nicht Handwerkskunst als erstes ausnahmsweise mal. Hä? Makes sense. Holy shit, wir finden viele Stammesdörfer. Halt jede Runde! Das ist nur Krieg. Das interessiert uns nicht. Wo ist das nächste Bablager? Ah, da oben. Wunderbar, haben Zeitalterpunkte dafür bekommen. Das finde ich natürlich auch ganz ausgezeichnet und toll und alles. Du gehst das nächste hier hin. Du gehst dahin. Ich meine, wir müssen uns natürlich eigentlich schon um den kümmern auch. Oh no, wir haben ihn gefunden. Wir werden alle sterben. Servus, Matthias. Wir werden super Freunde, gell? 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 Freundchen? Okay. So ein bisschen verfrüht, ich gebe es zu. Ich habe gedacht, Fragen schadet dir nichts, nicht? Ich hätte gesagt, ja voll, Speer von Fionn. What? Relikt bekommen gerade, oder was? Naja, wo sind hier wieder die großen Werke? Nein, die großen Werke. Wait, some of that ist die großen Werke, no? Bin ich gerade deppert? Probably. Okay, keine Ahnung. Fuck it. Ah, ich kann immer Ziv spielen. Schnelle Fortbewegung im Wald und Regenwald. Ja, ja, ja. Wobei, wir haben da eigentlich mehr Hügel. Yo. Yo, ho. Yo, do. Was, können die Speer mich kurz in Ruhe lassen, ja? Zu viele Speer. Du gehst jetzt mal Richtung unten. Wo ist dieses Speer vom Fionn hin? Oh, ich darf eine weiteren Dings befördern. Ich meine, wenn ich wirklich krass in Richtung Siedler bauen gehen will, dann sollte ich den vielleicht schon ernennen. Dann haben wir nach Paris. Das kommt halt erst beim nächsten Mal. Yo! Ich baue ein bisschen mehr Nahrung hier. Das ist das in einer Runde. Wobei, da kriege ich auch nicht mehr Nahrung. Da kriege ich noch mehr Dingsy. Mit Dingsy meine ich natürlich wie immer Wissenschaft. Ja, ich meine jetzt kein... Warte mal, du machst einfach noch ein... Genau, ich bin ja ein Vollidiot. Du machst einfach noch ein Dingsy. Obviously. Why would I not do a dingsy? Yeah. Farm. An euch sehe ich das Zeichen des Bödes. Die Wissenden werden eure Gesellschaft als das erkennen, was sie ist. Oh Gott, jetzt mögen sie uns nicht wegen der Geheimgesellschaft. Du bist so ein Ekel. Das ist nur ein Hobby, okay? Oh Gott. Da muss man Drogen eh legalisieren. Was? Jesus. Forschung wählen. Okay, jetzt machen wir als nächstes Tierzucht. Ich habe eigentlich gesagt Bergbau, aber nachdem ich da jetzt mal einen Bauernhof hinbaue stattdessen, scheißen wir drauf und machen gleich Tierzucht. Stop it, jetzt hat er mich entdeckt auch noch. Jetzt müssen wir uns mit Barbs rumstreiten. Das hat man davon, ich sag's dir, das hat man davon. Oh, wir sind alle friedlich. Bam, aufs Maul. Auf der Stelle. Okay. Bauernhof, Handwerkskunst, der große Fortschritte gemacht. Good job, Bias. Wo ist dein blödes Lager? Oh Gott! No! Okay, mit dir gehen wir da durch, weil da wird es ungemütlich gleich. Nur den ersten. Wir können mit dem Siedler da hin. Da steht jetzt noch kein Lager. Ich finde, das should be fine. Ja, wir kriegen bald den neuen Gouverneurs-Dingsy. Weil über 4 wächst wenig mehr. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Plus 2 Wohnraum. Haben 10% mehr Lebensdauer, die Helden einhänden. Erhöht das Wachstum in den Städten um 15%. Ich meine, die hängenden Gärten wären auch nett.
geht dahin. Aber wenn ich da jetzt die hängenden Gärten baue, der Punkt ist, wenn ich da jetzt die hängenden Gärten baue, dann baue ich keine Siedler mehr. Was irgendwie Sinn macht. Aber das ist schrecklich. Schrecklich. Was ist das große Bad? Plus eins glauben. Aber ist halt schon gut, nicht? Ist schon, ich meine, technisch gesehen, jetzt nicht für die Stadt, aber wenn wir jetzt so Weltwunder bauen wollen und so. Ist gut, ein Weltwunder zu bauen. Logisch. Na, aber ich meine, dass die Städte größer werden und so. Brauche ich einen Kornspeicher, ja? Brauche ich nicht wirklich, ich meine für die Nahrung, aber nö. Meine! Okay. Meine Strategie wäre natürlich, den nächsten Siedler rauszuhauen. Für die nächste Stadt. Ah, hey, sind wir. Ja, wir sind vielleicht schon am Ende der Folge. Ja, wir sind am Ende der Folge. Okay, I'm giving this up for discussion. Was soll man machen? Wir machen ein interaktives Let's Play. Ich meine, es ist ja halb interaktiv, das Let's Play. Die Leute sagen mir die ganze Zeit, was ich machen soll. Aber wir machen es diesmal absichtlich interaktiv. Zumindest für die erste Folge. Und wenn wer eine Meinung dazu hat, was wir machen sollen, hängende Gärten bauen. Kornspeicher bauen, aber das ist deppert. Siedler bauen. Schleuderschütze bauen, damit vielleicht das Spiel länger dauert als noch die nächsten 20 Runden. Je nachdem, you know, wie es euch danach ist. Monument bauen. Was auch eine schlechte Idee ist. Ich glaube, es ist zwischen hängende Gärten und Siedler. Oder vielleicht Handwerker und dann hängende Gärten. Das ist auch eine Idee, weil wir dann abholzen können. Gesetzt im Fall, wir checken uns Bergbau. Gesetzt im Fall. Ah, sie ist schon da, die Kay. Sie ist schon da, ja. Da kommt jetzt, das ist jetzt der Fehler. Wir haben nicht das erste Zierzucht erforscht, das ist jetzt kriegen wir es mal. Anyways, ich glaube, wir müssen einen Schleuderschützen bauen. Fürs nächste Mal. Aber hey, ich lasse euch mitentscheiden. Okay, das war das Ende der Folge. Was muss ich jetzt sagen? Genau, lasst bitte ein Like da, falls es euch Spaß gemacht hat. Wenn nicht, dürft ihr auch eins da lassen. Aber dann wäre es ein bisschen komisch. Und wenn es ein bisschen awkward, wenn ihr ein Like da lasst und die Folge nicht gern gehabt habt. Hier bringt es am meisten, weil es die erste Folge des Let's Plays ist. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.